Und wir machen weiter bei Mega Man 5. Das letzte Mal haben wir Charge Man erledigt, mit mehr oder weniger Problemen. Jetzt kommen wir zu Wave Man. Der letzte, der übrig ist und hoffentlich zwei Buchstaben für uns hat, sonst müssen wir bei Stone Man nochmal suchen. So. Okay, wir sind also in einer Art Anlage. So, was ist dieser Kick? 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 Hallo? Kick? Geht er nur, wenn ein Gegner da ist? Bist du ein Gegner? Nein, du bist kein Gegner. Okay. Gegner? Nein! Da oben. Oh, schade. Na gut. Bist du Gegner? Nein. Zumindest kann ich da nichts machen, sagen wir es so. Aua! Ach, Mensch, jetzt aber. Bisschen vorsichtig. So. Ach! Habe ich nicht gesehen. Ach! Okay. Oh, das kenne ich. Das ist wie in Mega Man 9. Ja. Wie komme ich denn dann darüber? Hä? Soll ich mit dem hoch? Huch? Nee. Ich soll schon mit der großen hoch. Und dann? Oder ist das... Ach, das ist gar keine Wand. Ich dachte, das ist eine Wand. Oh Mann, ey. Ach. Ich dachte, das ist eine Wand, wo ich jetzt nicht durch kann. Kann ich doch nicht riechen, dass ich einfach hoch kann, ohne dass was passiert. Super. Ah! Okay. Aber hier darf ich nicht hoch. So, jetzt dann aber. Alles klar, jetzt ist auch klar, was ich machen muss. Ich muss einfach da nach drüben. Hui, hui, zack. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie es die Blase nach oben schafft, da sie unten ja immer gegen die Stacheln eigentlich knallt. Naja. Oh Gott. Du. Puh. Kommt jetzt mal ein Gegner, dass ich meinen Charge ausprobieren kann? Was? Ach du Scheiße, was ist das denn geile? Nein, da war Energie. Kann ich aufladen? Nein, okay. Hier kann ich nur normal schießen. Energie, Energie. Au, aua. Du Arsch. Okay, ich muss aufpassen, dass von hinten nichts kommt. Von hinten ist ungeil. Mist. Alter, wie geil ist das denn? Sowas gab es ja noch nie in einem Mega Man-Spiel. Ach, und genau hier geht's los. Okay, das war also die Hälfte. Coole Sache. Wie viel Leben haben wir? 3. 2. Okay. Coole, coole Sache. Ja, das ist ja mal richtig geil. Ja, das hättest du mir vorhin geben können, ne? So, jetzt kommt gleich hier wieder von hinten einer. Kann ich mich irgendwie drehen und nach hinten schießen? Nein. Oh, das ist ja voll fies. Wie soll ich denn dem hinten ausweichen? Nein. Nein! Ah! Na! Okay, so weiche ich aus. Du nicht. Du nicht. Okay, du stirbst. Okay, war's das schon? Uah! Was bist du denn? Geh weg! Ich will nicht mit dir spielen. Alter! Ich kann nicht aufladen, ne? Ne, ich kann nur normal schießen, okay. Oh, noch so eine Phase. Du nicht! Mist! Ja! Perfekt, Energie! Und du nicht! Aua! Aua, du nicht! Du! Nein! Du nicht! Energie, Energie, ich brauche Energie! Entweder Energie oder dass es vorbei ist. Ja!
Ja. Uah, Buchstabe. Das war das E. Ich glaube, hier gibt es nur einen Buchstaben. Boah, das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich den verpasst hätte. Hätte ich mich jetzt geärgert. Okay. 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 Hi. An dir könnte ich jetzt mal meinen Charge Kick ausprobieren. Oh. Ich bin so doof. Gut, kein Charge Kick. So, aber was ist jetzt gegen das Unterwasserviech? Beziehungsweise wird es überhaupt unter Wasser? Ich wähle einfach direkt. Nee, Quatsch, ich gucke mir natürlich erst an, wie immer. Mein Gott. Ich denke aber auch nicht nach, ne? So, du bist irgend so ein Harpunenmann, wa? Huch. Und du machst hier lustige Sachen. Aua. Und immer da, wo ich stehe, machst du so ein Zeug hoch. Okay. Gyro, Gyro, Gyro. Hatten wir noch nicht. Gyro ist es nicht. Der Kick. Der geht überhaupt nicht. Was ist das für eine Waffe mit diesem Kick? Funktioniert nicht. Scheiße. Hm. Was ist denn gegen den die Schwäche? Wir hatten doch im Prinzip jetzt schon bei allem, bei jedem die Schwäche. Shit. Boah, ich bin überfragt gerade. Muss ich den normal machen, oder was? Boah, was hat der für eine Schwäche, der Kerl? Probieren wir mal die Bomben aus. Macht zwar keinen Sinn, weil wir die schon hatten, aber vielleicht sind die ja trotzdem stark. Kann ja immer sein. Aua! Ja, die machen ja mal rein gar nichts. Okay. Dann du. Nee, das bringt auch rein gar nichts. Scheiße. Aber die Gyro-Attack haben wir doch gerade getestet. Die war total nutzlos. Scheiße! Ich habe doch nur noch ein Leben. Keins mehr habe ich jetzt. Ich muss jetzt auf jeden Fall den E-Tank einsetzen, weil ich den nicht kriege. Ich habe aber auch nur einen E-Tank. Und wieso geht dieser Kick nicht? Was macht der Kick? So, muss ich irgendwas drücken für den Kick? Das ist der Kick! Ah! Ich muss rutschen, okay. Das wusste ich doch gar nicht. So, komm mal her. Das ist es. So. Oh, Gott sei Dank. Okay, super. Der Kick war es tatsächlich. Und den Kick muss man einsetzen, indem man rutscht. Das muss mir mal einer sagen. Wo soll ich das denn wissen? Aber ich hab's ja rausgefunden. Schön. Und uns fehlt tatsächlich ein Buchstabe. Den suchen wir jetzt aber in diesem Part auf jeden Fall noch. Denn wir haben gerade mal 8 Minütchen. Waterwave. Yeah. So, nein, wir gehen nicht zu Protoman. Wir setzen erstmal ein Safe State und gehen zu Stone Man. Und holen uns den letzten Buchstaben, der uns noch fehlt. Ich wette, der ist irgendwo in der Wand drin. Oh, nur Leben, das ist auch geil. Und was machst du jetzt, Wave? Hübsch! Gegen wen ist Wave jetzt die Waffe? Wahrscheinlich gegen Crystal Man, ne? Gegen Crystal haben wir nie was eingesetzt. Das würde zumindest Sinn machen. So, und schauen wir mal, dass wir hier durchkommen, ohne Leben zu verlieren. Aber das war eigentlich eine sehr einfache Stage. Wenn ich mich richtig erinnere. Was ich wahrscheinlich nicht tue. So, stirb bitte. Und unterwegs kriegen wir bestimmt ja eh Leben bei unserem Glück. Kann ich hier runter? Soll ich hier vielleicht runter? Ich probiere es einfach mal aus. Okay. Dann haben wir jetzt eh wieder 2 Leben. Hat sich doch gelohnt, ne? Ach, schön. Nein, wir gehen immer noch nicht zu Protoman. So. Okay, aber ich habe tatsächlich alle meine Leben.
Ben verloren. Gut. Also wenn man gegen Waveman die Waffe nicht hätte, Waveman ist ganz schön assi. Ist auch so einer, auf den ich mich nicht wirklich freue bei den Grade 8. Gibt schon wieder so ein paar Kollegen, wo man sagen muss, die werden unlustig. So, kann ich hier irgendwo rein? Boah, ich muss jetzt alles absuchen, ne? Das kann ein bisschen dauern. Wer weiß, wo der Buchstabe ist, kann ja vorspulen bis zu der Stelle, wo ich dann ihn finden könnte, weil er dann an der Stelle halt auch ist. Okay, hier kann ich nicht zur Seite rein, das ist offensichtlich. Kann ich hier zur Seite rein? Nein. Kann ich hier zur Seite? Hi. Kann ich hier zur Seite rein? Nein. Und hier drüben, wo der Kerl war? Auch nicht, okay. Oh je, hier kann ich nicht zur Seite rein. Ach, macht euch weg. Und du dich bitte auch. Und ihr euch bitte auch. Aua. Kann ich hier zur Seite rein? Nee, hätte auch keinen Sinn gemacht. Aber ausgucken. Ausgucken. Ausprobieren muss ich's, ja. So, kommt bitte runter. Und tschüss. Du schon wieder. Leben! Nice. Und du bitte. Okay. Du nicht. Du nicht. Mann. Ey. Freund. Kann ich hier zur Seite rein? Nee. Du machst unlustige Sachen. Dich brauche ich. Kann ich hier zur Seite? Oh, jetzt kommt der Kerl. Dem verrecke ich jetzt gleich. Ich sehe schon kommen. Nein, okay. Und die Energie. Und zur Seite rein. Nein. Und hier nach oben irgendwie. Nee, ist alles Quatsch. Okay, bisher ist es nicht gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Ich gucke auch immer, ob man schon irgendwie was sieht. Aber ich sehe definitiv nichts. Mach dich mal weg. Kann ich hier irgendwo? Nein. Hier unten durchrutschen? Auch nicht. Da oben, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Hier unten bei der Energie vielleicht mal gucken, ob ich da irgendwo rutschen. Nee. Okay. Hier kann ich definitiv auch nirgends rein. Sag mal. Na, jetzt, na, nee, nee, nee. Jetzt ist er wieder da, natürlich. So. Hier zur Seite irgendwo? Nein. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Leben! Hier vielleicht zur Seite? Auch nicht. Was natürlich blöd wäre, wäre das, wenn ich wirklich noch ein Stück höher hüpfen müsste, jeweils, um reinzukommen, aber... Hier an der Seite ist bestimmt was. Hier ist doch bestimmt was. Da brauche ich dieses S-Arrow-Dwingen. Nein, da ist nichts. Na gut. Nach einem G müssen wir Ausschau halten. Nach einem G wie gefunden. Und... Ach, ihr wieder hier. Ach, ich mach's jedes Mal. Mach dich weg, mach dich weg. Nein. Okay. Scheiße. Nein. So, mach dich. Ach, ich muss schießen, wenn er hoch macht, natürlich. Nicht erst springen. Doof. Doof ich bin. Na. So, und... Tschö. Kann ich hier rein? Nein. Wo bist du, G? Kann ich hier zur Seite irgendwo rein? Auch nicht.
So, hier war das Leben. Zum Leben sind wir hingekommen. Ach, scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt wieder? Nein! Genau. Das sind wir beim Leben, aber... Sonst war da ja nichts. Na, da kann ich auch nicht irgendwie durchrutschen oder... Oder irgendwie sowas nicht. Ist sonst nichts. Und man hat sie auch gesehen, das Leben. Also das wäre irgendwie fies, wenn man da jetzt... Kann ich hier zur Seite irgendwo? Nein, hier auch nicht. Und hier nach links? Nee. Hier wieder. Macht euch weg. Macht dich weg, danke. Hier auch. Hier hoch. Genau, hier wollte ich hoch. Ach nee, hier ist nur dieser eine E-Tank da gewesen. Na gut, den holen wir uns mal. Ja. Habe ich gut geholt. Jetzt ist das Ding da weg, oder was? Muss ich nochmal nach hier? Okay. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, ne? Ich muss den Buchstaben suchen. Nochmal hier den Versuch? Nein. Okay, wir wollen... Oh, nicht, dass ich da drüben irgendwo anders hin muss. Ach, schon wieder verpasst. Das könnte aber echt unter dem E... Das macht aber eigentlich... Weiß ich nicht. Keinen Sinn. Naja. Wir werden sehen. Nicht, dass ich da drüben runter muss. Hier irgendwo. Ach, jetzt Mensch. Oder komme ich da mit dem Wasch hoch? Nee, reicht nicht. Reicht bestimmt nicht. So. 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 No, ich bin so doof. Wo ist das G? Und dann ist es wahrscheinlich eh nicht unter dem E-Tank. Aber gut, den E-Tank kann man sowieso immer gut gebrauchen. Sag mal. Den kann man sowieso immer gut gebrauchen. Mach dich weg. So. Ja. G? Nee. Natürlich nicht. Mach dich bitte weg. Danke. Du dich auch. Oh, das nehme ich mir. Oh, nein. Du Arsch. Na gut. Mir wäre das G sowieso viel lieber als ein Leben. Aber hier ist dann auch nichts. Scheiße. War hier nicht gleich der Boss? Ach, hier warst du jetzt erstmal. Oh, cool, Leben, danke. Hier ist nichts. Hier vielleicht zur Seite rein irgendwie. Nee, auch nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Hier kam doch jetzt aber trotzdem gleich der Boss, oder? Hier auch nicht. Ah, warte mal, mit Wash vielleicht hier hoch. Nein. Hier vielleicht. Na. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Stirbt alle. Du auch. Oh. Ich will wieder hoch. Ich will da wieder hoch erstmal. Und jetzt mal den Chat. Mit dem Chat mal hier ganz nach oben. Das gibt's doch nicht, ey. Hier ist nichts. Hier komme ich nicht rein. Mist. Boah, wo könnte das denn sein, dieses G? So, stirbt. Und nicht ich. Nicht, dass ich jetzt noch hier drauf gehe. Das wäre ein bisschen doof. Warte
denke, wir müssen mal aufladen. Den hier. So. Ja, kurz Gyro, dass der hier weg ist. Okay. Aber hier war doch jetzt echt gleich schon... Fuck. Mist. Kein G. Ich habe doch jetzt aber echt alles gründlich abgesucht. Na gut. Dann muss ich nachschauen. Das hilft jetzt nichts. Da muss ich nachschauen. Boah, wo könnte das G denn sein? Ich habe keine Ahnung. Huch. Ach, was habe ich jetzt wieder gedrückt? Hallo? Boah, ja, One Frame ist super. Egal. Boah, was? 21 Minuten? Scheiße. Habe ich jetzt aber umsonst das G gesucht. Vielleicht schneide ich das raus. Ich weiß es noch nicht. Wir machen dann auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter und gucken, wo das G ist, nachdem ich nachgeschaut habe. Ich schaue jetzt nach. Ich habe keine Ahnung, wo das G ist. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. So, hallo, da sind wir wieder. Das hänge ich jetzt kurz hinten ran. Ich spule vielleicht die eine Stelle einfach vor. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Jedenfalls... Ach so, W. So, jedenfalls der Buchstabe G. Ah, da wäre ich nie drauf gekommen. Ganz ehrlich, da wäre ich nie drauf gekommen. Also. So und so. Da wäre ich wirklich niemals drauf gekommen. Das ist krass. Weil das ist aber auch, ich weiß nicht, kann man, ist das offensichtlich, dass das hier ist? Das ist wer sieht das denn, dass man da schießen kann? So. Zack. Muss ich jetzt eigentlich die Stage beenden? Oh. Beat, was bist du denn? Habe ich das jetzt wegen G bekommen? Hi. Boah, sag bloß, du hilfst mir jetzt. Nice! Du bist ja ein nices Teil. Geil. Geil! Beat! Hau sie alle weg! Bist du eigentlich One-Hit? Boah! Der Kerl geht ja ab. Wo ist er? Ach so, ach, der hat natürlich auch eine Energieleiste. Ha! Das macht Sinn. Okay, super. Ja, jetzt muss ich jetzt noch bis zum Ende spielen. Aber mache ich nicht in der Aufnahme. Das habt ihr jetzt, die Stage habt ihr jetzt lang genug gesehen, wahrscheinlich. Entweder, ich glaube, ich habe das vorgespult. Ich denke, ich werde das vorgespult haben. Ja, ich habe das mit Sicherheit vorgespult. Das war jetzt ja nichts wirklich Interessantes. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten... Nein, oh Gott. Nein, oh, puh. In der nächsten Aufnahme sehen wir uns wieder. Dann wird Protoman, beziehungsweise die Protoman-Stages kommen dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, jetzt wirklich, und sage Tschüss. Ich bin's nochmal. Hier war auch so eine Lücke, die man aufschießen konnte. Und dahinter haben wir einen M-Tank. Wie geil ist das denn bitte? So, ich bedanke mich dann jetzt nochmal fürs Zuschauen, ne? Hey, gibt's hier dann mehrere solche Stellen eigentlich? Wo so... Wenn ich nochmal sowas finde, kommt nochmal ein kurzes Video. Also eine kurze... Ach, halt ein kurzer Abschnitt vom Video. Mein Gott. So. Bis gleich vielleicht und ansonsten tschüss.